Also, ich bin der Stefan Müller und ich bin der Bassist von Evereve. Ich bin der Tom und ich bin der Sänger. Michael, Keyboard. Thorsten, ich spiele Gitarre. Und ich bin der Marc und spiele Schlagzeug. Und ich bin auch der Stefan und spiele Gitarre. Ich denke, wir haben durch unsere verschiedenen Einflüsse, die wir haben, jeder hört was anderes, einen ganz eigenen Stil geschaffen. Und ich glaube, das hört man auch auf dem Album. Es ist mit nichts zu vergleichen. Es ist Gothic Metal drin, es ist Black Metal Einflüsse drin, es sind Heavy Metal Einflüsse drin, progressiv, Klassik, Pink Floyd Sachen, atmosphärische Sachen. Evereve.
sicher auch andere Ansichten über jetzt philosophische Themen, Religion oder was weiß ich was, weltanschauliche Fragen. Aber irgendwie ist halt einfach diese Atmosphäre, die sich aufgrund von unserer Musik ergibt, ist irgendwie das, was uns verbindet, kann man sagen. Und wo wir alle irgendwie das gleiche Gefühl aufbauen und irgendwie die gleiche Atmosphäre spüren. So. Außerdem kann man nicht in einer Band spielen, ohne bereit zu sein, Kompromisse einzugehen. Das geht einfach nicht. Da muss man dann irgendwelche Solo-Projekte aufziehen oder so. Thank you.
der Live-Sektor ist sehr wichtig für uns. Wir versuchen unser Bestes zu geben und wir versuchen da 100% zu spielen jeden Abend. Egal wie viele Leute da sind und wie die Reaktionen sind. We'll be right back.
sind im Moment einfach dazu gezwungen, die Studiogeschichte und die Live-Geschichte zu trennen und beides als völlig eigenes Ding anzusehen. Also das kommt dann live dementsprechend noch ein bisschen anders rüber, als es im Studio vielleicht gedacht worden ist. Yeah.
Begriff Philosophie hört sich immer sehr hochtrabend an und wird auch oft missbraucht, denke ich. Aber für uns bedeutet Philosophie einfach, dass wir uns Gedanken machen über das Leben. Wir machen keine religiösen Texte, keine sozialkritischen Texte, keine politischen Texte. Wir machen Texte über das Leben, über den Menschen, über seine Existenz und so weiter. Und wir machen uns dazu unsere Vorstellungen und Gedanken und versuchen, die einfließen zu lassen. Und das Ganze verpacken wir dann eben in Naturbilder, zum Beispiel Metaphern, Stimmungsbilder. Jetzt kommt unser letztes Stück für heute Abend. Danke. A Winter Night Depression. I hear the darkness.
Bei uns gehört aber einfach dazu, gerade bei mir, die Texte, die ich schreibe, eine ganze Portion Selbsterfahrung auch dabei. Gerade speziell, wie ich aufgegriffen habe, das Thema Liebe dann. Also da steckt schon einiges Herzblut dahinter, mit dem die geschrieben worden sind. Also das ist kein nichts ausgedacht im Kopf. Das ist schon regelrecht alles passiert und so habe ich mich auch gefühlt. Und das wird beim nächsten Album auch irgendwie wieder rüberkommen, denke ich, dass man sehr, sehr viel auf die Gefühle des Menschen eingeht. Beside me, it's Jesper, the guitar player, and Glenn, our other guitar player, and Björn, drummer, and me, I'm Anders, who's doing the vocals. This is an old track from the Luna Strain album. It's called Upon an Oaken Throne. I see the night shine round with hope, and find an altar at dawn. My heavenly face, all my fading moons, my honor and peace, not fun. And nothing else you be behind, the ghost of destruction.
death and the rot to dry. Started 90, around that time. Yeah. Jesper had, was in another band. He couldn't do his own things, so he started making some things for him on his own. And then he got together with Johan and Glenn. And they started to form In Flames. And the first album was in 93. Then we're really In Flames took form from that. So, and me and Björn have been in the band for like 2 years now, so now we are a steady lineup. You would never be alone again. You would never die again. You will ever be born again, or you'll forever be stuck here in eternity. Ah!
we are more well known here in Germany than we are back in Sweden. Mm-hmm. Here in Germany, we sell most of our records, actually. This is our biggest market here in Germany. So, but I mean, we've been around since 90, and it started off like tape trading and stuff, and you have always been talking with people in the underground, and you spread your name, so of course we're known in the underground as well, but here's our bigger market, because, I mean, death metal was a trend in, was it like 93, 94 or something like that, and then, and now, when it has died, the trend is, now it's black metal, it's doing the same as death metal was, and so we are not that selling that many records now back home in Sweden. So here comes a song called The Jester Race. Yeah.
the music comes really natural, and I mean, I don't think like, oh, no, I should write about the northern stuff. It's like you read papers, you hear and see things on TV, and it comes in your mind, and now I want to write about that. So it's more of a natural thing, natural progression, everything. We don't sit down and think, now we should do that, and it's more natural than... It started behind space. Express. I can tell you what the story is about. It all circles around the title track, the Just a Race, and it's about like two different things that are linked together in a way. And one thing is that it's that we people are too much interested in our own career instead of our families and friends and stuff like that. And the other thing is that we lend too much of our brain to the machine. We let the machine do the most of the things, and in the end there will be only a few people that know what the machines work, and maybe
I mean, I don't know, but maybe we will be overrun by the machine. This track is called Moonshield. Why step down? Take things down.
think the best music is simple music. Not that I say that our music is simple, but it's not that technical. This is Cloudy Shadows. Yeah.
Hey, thank you. That's in flames. Och jag gillar den mer hårdare, brutalare stilen av musik. I listen to almost every kind of music. The only thing I can't stand is like popular music, like Backstreet Boys and stuff like that. I really hate it. Yeah, I've been grown up with the 80s metal scene, like Dio and Rainbow and stuff like that. And that's probably my favorite music. So. Everything, every kind of music. But it's the roots is heavy metal. It's like 80% heavy metal. If I should choose a band that I like most, it's Atheist, American death metal band, technical death metal band. It's the best one. Choice.
Ich bin der Daniel, ich spiele Gitarre bei Darkseed seit 4 Monaten. 9 Besetzungen, mir geht's gut. Gut, ich bin das Fossil. Sieht man mir auch an. Also ich versuche zu singen. Ich bin der Stefan. Ja, jetzt bin ich dran. Ich bin der neue Drummer, auch seit 4 Monaten dabei. Ich bin der Willi. Ja, ich bin der Rico, ich spiele Bass. Schon seit einem Jahr. Ja, du verkannst es aber gut. Ja, also bei Darkseed. Ich bin der Tommy, bin der andere Gitarrist. Ich spiele seit November 95 bei der Band. Ich bin eigentlich eher der ruhigere Typ der Band eigentlich so. Die Night. I'm talking so fast.
Es ist ja immer so, dass eigentlich die Bands ein bisschen mit dem Strom schwimmen, das gebe ich auch ehrlich zu. Es war schon so. Klar, also wir haben am Anfang schon eher die Richtung eingeschlagen wie beispielsweise Bands. Ja. Dismember, irgendwie haben wir so einen Sound gespielt, eher hart einfach, roh alles, sehr rough, sehr schnell. Dann kam der Weg zum Melodiösen. Man hat sich ja verändert, man wird irgendwie ein bisschen reifer und versucht dann auch Melodien zu verarbeiten, klar. Und dann sind wir jetzt da, wo wir sind. Also erst musikalisch, melodiös und dann irgendwie auch auf dem Gesang. Weil ich habe mir gedacht, boah, grunzen, ich weiß nicht, das ist mir zu anspruchslos, ehrlich gesagt. Ich möchte auch versuchen, normal zu singen. Weil es gibt viele Leute, die es geschafft haben, siehe Nick Holmes zum Beispiel, Paradise Lost. Und da habe ich mir gedacht, hey, das kannst du auch. Und ich denke, es hat ganz gut geklappt. Be ever heard of. Also ich denke mal, wir haben schon ein bisschen was Neues geschaffen. Klar, die Leute sagen Gothic Metal irgendwie doch ausgelutscht. Klingt typisch, halt das ja, Lost, richtig. So und so, aber genau. Typische Welle macht zurzeit jede Band. Aber ich denke mal, dadurch, dass wir eben sehr dynamisch sind und Energie reinstecken, wirklich auch vom Songwriting her, glaube ich, setze ich das schon von den anderen Sachen ab. Weil ich stehe eigentlich nicht so auf die Gothic Bands, die nur Melodie bringen. Weil ich finde, es gehört immer so ein kleiner Punch dazu, der die Leute dazu ermuntert, eben auch ein bisschen mitzugehen oder zu fühlen. Weil ich kann nicht nur fühlen, wenn ich Atmosphäre habe. Ich brauche da noch was dazu. Ich brauche da eben diesen Kick, diese kleine Brutalität. Lost, heavy burden! Round the lost, heavy burden, do I think can I go forward? Well, my heart is here, I could not be here. Here and there and there and here for you. And I, best in LTT. Where? 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 Where?
Ursprünglich wollten wir wirklich ein Album machen, das eigentlich eher ein bisschen in die, nicht direkt, aber ein bisschen in die Crunch-Richtung geht, ja. Also eigentlich nur Energie, aber dann kamen wir dazu, eben gerade, dass die zwei neuen Leute dazu kamen, und haben wir gedacht, hey, wir bleiben dabei, wir machen wieder unseren alten Sound. Wir machen Geigen, Frauengesang, weil es war halt doch das, was uns getaugt hat. Und das macht es auch sehr flexibel, wenn wir verschiedene Elemente irgendwie in unsere Musik einbringen. Das ermöglicht uns zum Beispiel mit mehreren Bands auf Tour zu gehen. Zum Beispiel, wenn wir nur Death Metal spielen würden, dann könnten wir mit einer bestimmten Anzahl von Band aus der Szene zusammen auf Tour gehen. Und eben durch unsere Musik jetzt können wir durchaus mit Bands, mit Gothic-Bands auf Tour gehen. Dann wir können unser Repertoire ein bisschen umstellen, wir haben schnellere, powervolle, langsamere, melodiösere Songs, kann man auf die dementsprechend das Konzert und Tour halt einstudieren zu proben. Das finde ich ganz okay so. Mhm. Spirits! Spirits all at night, I think you are denied.
Also ich stehe zu meiner Musik. Endlich mal der Sound, den ich machen will. Like to a syllable. We'll be right back.
Ende und gehen da raus und machen wir richtig das Heavy Metal.